das war alles andere als Bundesliga-like, würde ich mal sagen. Also ich habe mit 17 Jahren noch auf dem Ascheplatz trainiert. Dann trinkst du halt auch mal einen über den Durst. Ne? Ja, also das ist halt einfach so. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das wird es auch in 50 Jahren wahrscheinlich noch geben. Also ich bin persönlich jetzt noch, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Schalke-Fan. Ja. Solltest du werden. Moin, wir sind's wieder, die Kultkicker. Willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir hier vor der Heimkabine von Schalke 04. Drinnen wartet auf mich ein Spieler mit über 140 Bundesligaspielen. Es hätten noch viel mehr werden können. Es handelt sich um Christian Panda. Wir gehen jetzt in die Kabine von Schalke 04 und ich freue mich auf das Interview mit ihm. So, dann mal hier rein in die heiligen Hallen von Schalke. Und da ist er auch schon. Hi. Moin Christian. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Schön, dich hier zu sehen in deinem alten, ja, ich weiß nicht, wenn du hier in der Kabine bist, ist das irgendwie so ein bisschen Wohnzimmergefühl oder wie fühlst du dich, wenn du hier sitzt? Auf jeden Fall heimisch. Wohnzimmer, dafür wäre mir das jetzt hier so ein bisschen zu kalt mit den Füßen, aber auf jeden Fall heimisch. Das hört sich ja schon mal gut an. Also die Beziehung zu Schalke ist auf jeden Fall noch da, würde ich sagen, oder? Ja, nach wie vor. Ich meine, ich habe hier 10 Jahre gespielt und auch 10 Jahre meines Lebens natürlich verbracht. Dementsprechend ist da ja einfach auch eine enge Bindung. Das kann ich natürlich total nachvollziehen. Bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, würde ich dir gerne ein Foto zeigen. Und ich denke, ja, wenn du das Foto siehst, dann werden ein paar Erinnerungen wach werden. Schau dir das Foto das stimmt, mal an. Das stimmt, ja. Kann ich mich noch daran erinnern, so vage. Was ist in diesem Moment passiert? Ja, das ist kurz vor dem Tor gegen England damals. Schönes Bild. Aber für die deutsche Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel, glaube ich, war es sogar im neuen Wembley-Stadion. Und es war ja jetzt nicht, du hast jetzt gesagt, vor dem Tor. Also es war ja ein absolutes Wahnsinnstor, kann man sagen. Ja, war schon gut, ja. Also war natürlich auch das schönste Tor, was ich wahrscheinlich geschossen habe. Natürlich dann zu diesem Anlass, war das richtig gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du danach gar nicht mal so heftig gejubelt hast. Also du bist dann so zurückgelaufen, hattest natürlich ein Lachen, ein Grinsen im Gesicht, aber ich weiß nicht, ist das einfach Profifußballermäßig oder warst du selber überrascht, dass man, also im Wembley, also ich hätte, ich wäre ein bisschen mehr ausgeflippt. Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen bin ich jetzt nicht so dieser extrovertierte Typ, der da irgendwie 3 Saltos macht. Zum Zweiten schieße ich natürlich auch selten Tore, als dass ich mich jetzt im Vorhinein um eine Choreografie bemüht hätte. Okay. Und da prallen halt so ein paar Sachen zusammen, was einfach so war, dass ich einfach so für mich genossen habe. Und das Spiel war ja auch nicht vorbei. Ne? Deswegen, das stimmt natürlich. Ich bin ja auch relativ schlecht ins Spiel gestartet, dementsprechend. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat seinen Fehler wieder ausgebügelt. Und genau, vor dem 1-0 für England, glaube genau, ich, war es. Genau, das war ja relativ schnell im Spiel, hatten wir das Gegentor gekriegt, auch über meine Seite. Aber das war letztendlich gut, weil da wusste ich, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Es kann schlechter wahrscheinlich nicht mehr laufen. Und habe die Flucht nach vorne angetreten. Und den Ausgleich hat damals Kevin Kourani, glaube ich, gemacht. Genau, ist auch hier drauf. Der ist auch da drauf, genau. Ja. Und du hast dann das 2-1 gemacht und Deutschland hat dann das Spiel gewonnen und die Schalker hatten einen großen Anteil daran, kann man dann im Endeffekt sagen. Ja, definitiv. Das war schon ganz cool, dass wir beide aus dem gleichen Verein dann für die Tore gesorgt haben. Ja, auf jeden Fall. Und der Weg, also das Foto ist ja quasi, sagst du es anders, ich würde jetzt sagen, vielleicht ein sportlicher Höhepunkt deiner Karriere. Aber bis dahin war es ja ein weiter Weg. Also du hast natürlich wie alle anderen in einem kleinen Verein angefangen. Es war in Nienberge, wo du angefangen hast, aber ich glaube, Gievenbeck, also ein Verein in Münster, du kommst aus Münster, ist so eher dein Heimatverein. Genau, Gievenbeck ist so mein Heimatverein. Nienberge habe ich, glaube ich, nur 1 Jahr gespielt, aufgrund der Situation, dass meine Mutter da arbeitstechnisch unterwegs war und das lag halt gerade nah. Habe aber in Gievenbeck eigentlich gewohnt, auch bis zu meinem Wechsel dann zu Schalke, bis zu meinem 17. Lebensjahr.
Und bin da auch groß geworden, zur Schule gegangen und mit dem Moment der Einschulung war dann halt auch klar, ich gehe in den Fußballverein in Gießen und habe dann im Endeffekt auch da ja so wirklich angefangen, Fußball zu spielen. Fußball und du, Liebe auf den ersten Blick? Von Anfang an den Traum gehabt, Profi zu werden oder? Ja, Liebe auf den ersten Blick, man muss das so ein bisschen differenzieren. Ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt, aber die Anfänge im Verein waren so ein bisschen holprig. Da hatte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Meine Mutter hatte mich dann dahingestellt und na, der Junge muss an die frische Luft und spielte eh gern Fußball. Aber da hatte ich dann im Verein nicht so wirklich Bock drauf, bis zu der WM 1990, glaube ich, war es dann. Wo das dann im Fernsehen lief, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du doch irgendwie doch fußballvereinsmäßig mal loslegen. Und dann hat das gut funktioniert. Aber ab da war das halt auch wirklich, ja, so wie man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt. Also ich arbeite jetzt ja aktuell bei so einem Projekt auch mit Kindern, wo es halt um Kinderfußball geht, in Anführungsstrichen. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie wenig diese Jungs noch rausgehen und Fußball spielen. Also so wie wir das damals gemacht haben. Ich habe denen auch gesagt, ich habe damals mit dem Ball im Bett geschlafen, auch wenn sich das kitschig anhört, ist es aber auch die Wahrheit. Und egal, wo ich so hingegangen bin mit den Eltern zum Essen, ich hatte irgendwie mal einen Ball dabei. Also ich war eigentlich ein sehr einfaches Kind, weil mir ist ein Ball gegeben und ich habe mich beschäftigt. Und das stundenlang. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer auch angenehmen Kindheit. Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf einsteigen, weil heute, du hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, denn heute ist so diese NLZ-Kindheit gibt es halt oft bei Spielern, die nachher im Profibereich landen. Du hast jetzt, glaube ich, bis du 16, 17 warst, bei der Verein, der danach kam, war Greven. Das Genau. heißt, also es klingt jetzt auch noch nicht nach Profifußball-Karriere, sage ich mal. Also du hattest, glaube ich, eine recht normale Jugend. Also konntest du einen ganz normalen Freundeskreis, konntest rausgehen. Wie hast du das denn empfunden? Jetzt auch rückblickend vielleicht. Ja, für mich persönlich auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, ich begleite ja aktuell auch relativ viele Sportler im mentalen Bereich und Da sprechen wir gleich auch noch drüber. gerade Natürlich. auch die Eltern und da gebe ich das heute auch wieder mit auf dem Weg, dass diese Entwicklung heute dahin, dass die Jungs halt immer früher anfangen, ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass man die Jungs natürlich auch früher weiterentwickelt, dass es die ganzen Nachwuchsleistungszentren gibt, was ich grundsätzlich auch gut finde. Immer mit dem Hintergrund, dass man denen natürlich nicht die Jugend klauen darf. Und da kann es nur von mir sagen und von dem, was ich weiß. Und das ist jetzt nicht so ein großer Teil, wie das in so einem Nachwuchsleistungszentrum abläuft. Aber ich glaube schon, dass so ein Stück weit dass dieser jugendliche Leichtsinn, den man vielleicht auch mal haben muss und man muss auch mal Fehler machen, um sich weiterzuentwickeln, dass das vielleicht einfach ein Stück auf der Strecke bleibt. Bei mir war es halt nicht so. Ich hatte immer meinen Freundeskreis. Ich bin dann mit 17 Jahren zu Schalke gekommen. Und war vorher eigentlich immer mit den Jungs, die ich aus der Schule kannte, die bis heute noch meine besten Freunde sind und meine ganze Karriere eigentlich auch begleitet haben, zusammen. Und das hat mich, glaube ich, als Mensch auch sehr geprägt, weil das mich das immer wieder auf den Boden geholt hat. Also ich hatte nie so das Problem in Anführungsstrichen von vielen Fußballern, die dann vielleicht weit weg von der Heimat sind und sich wirklich nur in diesem Kosmos Fußball bewegen. Ich bin dann halt nach Münster gefahren, hatte meine Jungs da, die alle entweder in der Schule noch waren, eine Ausbildung gemacht haben, studiert hatten und wusste halt, mit welchen Problemen die halt zu kämpfen hatten. Und ich hatte dann letztendlich andere Probleme. Aber so hat man sich, glaube ich, gegenseitig echt super ergänzt. Das ist auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass du dann irgendwann aber doch nach Münster, Preußen Münster gegangen ist, was ja ein Drittligist ist mittlerweile und wo sicherlich auch die Nachwuchsausbildung schon etwas ambitioniert war. War das so der Punkt, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt wird aus Spaß ein bisschen ernst, jetzt wird da das Ziel auch draus, nicht nur der Traum, Profifußballer zu werden? Eigentlich gar nicht. Also Preußen Münster hört sich immer so an, Schon, klingt ja. halt nach zweiter Liga und irgendwann vor weiß ich nicht wie vielen Jahren mal Bundesliga, aber unter den Verhältnissen, wo wir damals da trainiert haben, das war alles andere als Bundesliga-like, würde ich mal sagen. Also ich habe mit 17 Jahren noch auf dem Ascheplatz trainiert und hatte einen Kabinentrakt, der mit diesem hier einfach dem quasi komplett im Gegensatz steht. Dementsprechend
haben wir zwar die höchste Klasse gespielt, aber habe dann auch, bin in der C-Jugend damals dahin gegangen, habe dann auch in der B-Jugend nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Also es war jetzt nicht so dieser Weg, wo jetzt alle gesagt hätten, ja, das ist jetzt vorbestimmt, dass der mal Profi wird, sondern ich habe dann eher so am Ende der B-Jugend nochmal so einen Sprung gemacht und hatte dann das erste A-Jugendjahr noch bei Preußen Münster. Da lief es dann richtig gut, bis hin dann zu dem Wechsel zu Schalke in der im zweiten Jahr A-Jugend. Und mit dem Wechsel zu Schalke, also ich frage mich so ein bisschen, wo sich es dann bei dir vielleicht auch im Kopf umgestellt hat, dass du irgendwann gesagt hast, ja, ich spiele gut Fußball, ich spiele auch besser als die anderen. Aber das klang jetzt so, als du in Münster auch angefangen hast, dass du noch gar nicht so an Bundesliga so richtig gedacht hast. Gab es den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt arbeite ich auf das Ziel hin, Bundesliga-Profi zu werden? Und wann war der? Gut, darauf hingearbeitet habe ich immer, weil es immer mein Traum war, gar keine Frage. Aber ich konnte mich schon immer realistisch einschätzen. Ich konnte das als Kind, glaube ich, auch schon ganz gut. Und da habe ich in der Erziehung natürlich meinem Traum nachgeeifert, aber ich war so weit weg von meinem Traum, dass für mich das noch in ganz weiter Ferne schien. Aber so dieser Moment war halt so dieses zweite Jahr A-Jugend bei Preußen Münster. Da fing es halt an, dass ich halt einen größeren Sprung gemacht habe und ja, den anderen Mitspielern halt schon so ein paar Schritte voraus war, wo man sonst irgendwie so auf gleicher Höhe war, war ich dann auf einmal echt ein paar Schritte weiter. Und mit dem Wechsel zu Schalke war dann natürlich dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier könnte was passieren, aber habe nichtsdestotrotz kurz vor meinem Wechsel noch eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann angefangen. Natürlich auch mit dem Druck meiner Mutter im Hintergrund, muss ich sagen, das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Also da hat die Mutter natürlich schon ein bisschen Druck gemacht, auch Das ist ja auch damals. interessant, weil manche, also ich will jetzt keinen Eltern zu nahe treten, aber manchmal, gerade wenn man so diesen NLZ-Bereich hat, hat man das Gefühl, da stehen Eltern draußen, die mit 14 schon ihr Kind in der Bundesliga sehen. Und das war bei dir zu Hause jetzt noch nicht so der Hätte Fall. meine Mutter mich natürlich auch gerne Ja, gesehen, aber aber. wir haben das Ganze, glaube ich, relativ realistisch sind wir das angegangen. Und dementsprechend bin ich auch dankbar dafür, dass ich das machen musste quasi. Also klar hätte ich es mir jetzt persönlich natürlich auch nicht so ausgesucht. Und heutzutage sehe ich das Ganze auch ein bisschen anders, weil wir in einer Zeit leben, wo es nicht mehr so ist wie früher, wo die Leute nicht 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeiten und wo du nicht mit 16, sag ich mal, nach der Realschule aus der Schule rausgehst und hast einen Handwerksberuf, den du dann jahrelang machst, sondern heutzutage ist es schon so, dass die Jungs und Mädels nach dem Abitur erstmal ein Sabbatjahr machen müssen, weil die Schule so anstrengend war. Und dann fangen sie so mit Anfang 20 an, sich mit einem Beruf zu beschäftigen. Und deswegen ist halt meine Ansicht da, dass ich glaube, wenn man mit 17, 18 Jahren oder mit 17 Jahren an dieser Schwelle zum Profifußball steht und wirklich, ich will mal sagen, den Fuß in der Tür hat, dass es dann keine verlorene Zeit ist, wenn man 2 Jahre investiert, um seinen Traum zu verfolgen. Das finde ich halt ganz wichtig, dass man halt nicht dann 5 Jahre später vielleicht in seinem späteren Beruf ist und sich diesen Vorwurf selbst gefallen lassen muss, Klar. hätte ich es mal versucht, weil ich hatte das Potenzial. Und so war das in meinem Leben auch immer. Ich wusste immer, was ich konnte und was ich wollte, und war immer davon überzeugt, dass dieser Weg herauszufinden, ob das, was ich mir vorstelle, das Richtige ist und ob ich das schaffe, dann auch wirklich der richtige Weg ist. Und als du dann nach Schalke gegangen bist, also ich meine, Schalke Münster ist jetzt nicht die Entfernung, du warst noch in deinem gewohnten Umfeld, denke ich mal, im privaten Bereich, aber trotzdem hat der Fußball da bestimmt dann einen größeren Teil in deinem Leben eingenommen. Und du hast gesagt, du hattest eine normale Clique zu Hause, eine normale Familie zu Hause. War es dann für dich auch mal schwer zu sagen, hey Leute, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, ich habe jetzt einfach weniger Zeit für euch. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie bist du damit Ja, umgegangen? grundsätzlich fanden die es ja alle cool. Also es ist Okay. natürlich ein Kumpel zu haben, der das geschafft hat, weil mit den meisten habe ich natürlich selber Fußball gespielt und die waren selber alle, also bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, auch ambitionierte Fußballer und haben mir das, glaube ich, auch von Herzen gegönnt, dass ich das geschafft habe, weil das natürlich auch was ist, wo man im Freundeskreis letztendlich stolz drauf sein kann. Weil wenn Ja, man klar. diesen Traum hat und einer deiner besten Freunde schafft, dann vielleicht auch deinen Traum, dann bist du ein Stück weit auch mit drin. Und dementsprechend war das für alle super und jeder wusste natürlich, dass meine Zeit dann weitaus weniger wird und man ja nicht mehr irgendwie abends spät noch um die Häuser ziehen kann. Was du bis dahin schon
Ja, ich war halt ein ganz reinkommst. normaler Jugendlicher, ne? Okay. Also ich habe natürlich auch meine Leichen im Keller. Ich habe auch Sachen ausprobiert, auf die du nicht stolz bist im Nachhinein. Aber Die wäre jetzt das. wahrscheinlich nicht an dieser Stelle Nein, da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, reinkommen. aber da trinkst du halt auch mal einen über den Durst, ne? Ja, Also es klar. ist halt einfach so. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das wird es auch in 50 Jahren wahrscheinlich noch geben. Ja. Es sei denn, wir kommen halt immer mehr dahin, dass alle nur noch auf ihre Gesundheit achten und die Kneipen aussterben, aber. Das wollen wir mal nicht Das wäre hoffen. natürlich nicht wollen, das will ja keiner, glaube Nein, ich komme ja auch aus der Studentenstadt, ich. Ja. deswegen haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja. Nein, das habe ich natürlich auch alles erlebt und ich glaube, das ist auch wichtig, um als Mensch da diese Erfahrung zu sammeln und auch zu wissen, dass man das grundsätzlich auch nicht braucht. Also, dass das schon mal Spaß macht, aber dass das jetzt nichts ist, was das Lebenselixier ist, würde ich mal sagen. Ja, aber es ist trotzdem natürlich, also es gehört irgendwie auch zu einer ganz normalen Jugend dazu, sage ich mal. Aber dann warst du auf Schalke, zweites Jahr A-Jugend, ich glaube, wir reden über das Jahr 2001, also Genau. wo quasi die 4-Minuten-Meisterschaft in diesem Verein hier doch für viel Traurigkeit gesorgt hast. Dann kamst du hier hin, Norbert Elgert war damals schon U19-Trainer, also die Jugendnachwuchslegende schlechthin in Deutschland. Die Liste ist endlos, wer da durch die Hände von Norbert Elgert gegangen ist, von Neuer, Özil, Draxler, Leroy Sané, Christian Panda, also wirklich viele hochkarätige Namen. Musstest du dich an das Niveau auf Schalke gewöhnen oder warst du da so gut, dass du dann hier auch direkt gut warst? Nee, ich war viel zu schlecht eigentlich. Ja, Also das also. war echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich musste mich schon daran gewöhnen, nicht nur an das Niveau. Also ich kam hierher als linker Stürmer, sage ich mal. Damals war es ja noch so ein bisschen anders. Da gab es so wirklich diesen sturen linken Stürmer, den es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt. Und sollte auf einmal linker Verteidiger spielen. Noch nie was von der Viererkette gehört, so ungefähr, weil ich habe immer vorne gespielt und hatte mit Verteidigen nichts am Hut. Was man dann im Verlauf meiner Karriere vielleicht das ein oder andere Mal auch gesehen hat, dass ich das halt nicht von der Pike auf gelernt habe, zu verteidigen. Aber das war schon eine Riesenumstellung für mich und hatte im ersten halben Jahr auch so meine Probleme einfach mit dem Spieltempo, mit dem System, mit der Taktik. Das war für mich halt alles neu. Habe mich dann noch verletzt, bin noch an der Leiste operiert worden. Und eigentlich nach dieser Verletzung kam ich so ein bisschen verwandelt wieder raus, habe dann auch alle Spiele gemacht und ab diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, müsste Ende Februar dann gewesen sein, also eigentlich schon ja, auf der Zielgeraden der Saison, ging es für mich dann halt richtig gut los. Und ich will noch mal kurz auf diesen Trainer zurückkommen, weil er halt wirklich, ja, keine Ahnung, so ein extrem hohes Ansehen genießt. Was würdest du denn sagen? Was hebt ihn vielleicht von anderen Trainern ab? Was ist für dich die große Stärke von Norbert Elgert, die du so mit ihm verbindest vielleicht? Ja, dass man also ich persönlich kann ja von mir jetzt nur reden. Ich habe in diesem einen Jahr so viel gelernt wie in den 6, 7 Jahren davor zusammen. Und das war für mich halt ganz wichtig. Also ich glaube, er ist jemand, der dir auf eine sehr gute Art Wissen vermitteln kann und auch so, dass es hängen bleibt. Also ich kann mich jetzt noch an Sachen erinnern, die wir auch so mannschaftsintern, will ich mal sagen, auch so Übungen in der Kabine gemacht haben, um den Zusammenhalt zu stärken. Die weiß ich heute noch und wende ich heute zum Beispiel selber an, weil die einfach so cool sind und die kommen halt nie aus der Mode. Dementsprechend ja, ist das einfach ein Gesamtpaket. Und ich glaube, wenn man sieht, wer alles aus seiner Jugend da rausgekommen ist und was diese Leute erreicht haben, ich glaube beim WM-Finale, wo wir den Titel geholt haben, mit Deutschland standen 4 aus der Schalke A-Jugend auf dem Platz. Und ich glaube, das hat schon echt eine Aussagekraft. Also kann man, denke ich, so unterstreichen. Nach diesem zweiten A-Jugendjahr, was dein erstes Jahr auf Schalke war, war dann deine Jugendzeit vorbei. Dann ging es darum, Profi, Amateur. Du hast dann, glaube ich, damals mit Rudi Assauer noch gesprochen, Genau. der hier war. Und naja, du warst nicht so richtig mit dem einverstanden, was er dir vorgeschlagen hat. Ja, gut, das ist jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, so einem Rudi Assauer zu widersprechen vielleicht oder mich aufzulehnen. Was hat dir da den. Also vielleicht erklärst du die Situation nochmal und sagst dann, was dir den Mut gegeben hat, ihm da vielleicht ein bisschen zu widersprechen, sage ich mal. Ja, ich hatte meine Mutter dabei. Die ist Geschäftsfrau, dementsprechend, dann war ich mutig genug. Nein, es ging einfach darum, dass Schalke mir einen Amateurvertrag angeboten hat und hat mit mir für die Amateure geplant.
Mit dem war ich dann grundsätzlich erstmal nicht einverstanden. Die Amateure haben damals zu dem Zeitpunkt Oberliga Oberliga Westfalen, gespielt. wahrscheinlich, ja. Das war jetzt nicht das, wo ich hin wollte einfach. Also ich wollte Bundesliga spielen und dann ist es klar, wenn mir einer sagt, ja, du musst in die Oberliga, das ist ganz weit weg von der Bundesliga, das möchte ich nicht. Und ja, dann haben wir uns halt darüber unterhalten und haben halt nach einem Kompromiss gesucht, der für beide Seiten okay ist. Und letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass ich die Chance bekomme, 4 Wochen bei den Profis mitzutrainieren, mit einem Amateurvertrag, was für mich ja auch völlig okay war. Also ich habe jetzt nicht darauf beharrt, einen Profivertrag zu unterschreiben. Also mir ging es da auch in keinster Weise darum, dass ich jetzt einen Euro mehr verdiene oder irgendwas, sondern ich wollte halt eine Chance haben. Und ich habe im Endeffekt um diese Chance gekämpft, dass ich nicht aufgrund der Leistung vielleicht der letzten Monate oder der letzten Saison beurteilt werde, sondern dass der Trainer, der neu kommt, weil das war zu dem Zeitpunkt, Huub Stevens hat aufgehört, Frank Neubert ist gekommen, es war halt noch ein Trainerwechsel, der mich wahrscheinlich auch nur in einem Spiel, wenn überhaupt, gesehen hat. Und ich wollte im Endeffekt einfach nur eine faire Chance. Und letztendlich haben wir uns darauf geeinigt und nach, ich weiß nicht, ein paar Tagen Profitraining habe ich dann meinen Profivertrag letztendlich unterschrieben. Ja, und alle Seiten waren glücklich dann. Also. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an und dass das dann doch, wie soll man sagen, dass sich das dann gelohnt hat, dass du dich ein bisschen, ja, vielleicht dann auch einfach aufgedrängt hast. Ja, definitiv. Ich meine, manchmal muss man halt für seinen Traum kämpfen, ne? Das ist halt Ja. einfach so. Also in den seltensten Fällen kriegt man es halt irgendwie in den Schoß gelegt. Und auch da war es halt so, dass ich schon in gewisser Weise an mich und mein Potenzial geglaubt habe. Und ich habe natürlich auch eine Position bekleidet, die in Deutschland, beziehungsweise fast bei jedem Bundesliga-Verein, jetzt nicht so war, dass du da dann eine Schlange von 4 Leuten hast, die alle linker Verteidiger spielen können und wollen. Und dementsprechend habe ich da halt für mich einfach die Chance gewittert und ich wusste um meine Stärken, wusste aber auch um meine Schwächen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. 2002 hast du dann, wie gesagt, Vorbereitung bei den Profis mitgemacht und hast dann auch wenige Wochen später den Profivertrag unterschrieben. Die Schalker Mannschaft, um das nochmal kurz unseren Zuschauern nochmal in Erinnerung zu rufen, damals waren da Spieler wie Ebbe Sand, Andi Möller, Frank Rost, Marc Wilmots, Thomas Schalto, auch ein sehr konsequenter Zeitgenosse, würde ich jetzt Auf mal jeden einfach Fall. sagen. Als junger Spieler, der in so eine Mannschaft kommt, welchen Weg hast du da versucht, nun sofort zu zeigen, ich bin da, ich gebe hier Vollgas, oder ist das vielleicht dann auch, hat man ein bisschen Angst, dann anzuecken, oder ja, ist das ein schmaler Grat gewesen, hast du dir gedacht, nee, ich gebe hier jetzt Vollgas und Nee, präsentiere mich voll? ich war einfach so, wie ich bin und wie ich auch war und wie ich eigentlich auch meine ganze Karriere und meine Zeit davor war. Also ich habe auch während meiner ganzen Karriere eigentlich versucht, immer ganz nah bei mir selbst zu sein. Also ich wollte nicht irgendeine Rolle spielen, ich wollte nicht irgendwem gefallen, sondern ich wollte einfach der sein, der ich bin. Und ich wollte nicht, dass meine Jungs oder meine Familie, die mich jetzt von zu Hause kennt, dass die mich dann woanders sieht und denkt, ja, den erkennen wir gar nicht mehr wieder. Das war mir halt einfach ganz wichtig, weil ich bin jemand, ich kann ganz schlecht schauspielern, deswegen bin ich Sportler geworden, und dementsprechend, ja, habe ich einfach meinem Naturell entsprechend mich da zurückgehalten. Ich habe im Training Gas gegeben, und habe sonst relativ wenig, ja, so in der Kabine, zu der Stimmung beigetragen, weil ich Klar. eher auch ein ruhiger Zeitgenosse bin, eher auch zurückhaltend. Ich komme halt auch nicht so gerne in neue Gruppen rein. Da bin ich jetzt nicht der, der dann die Initiative übernimmt und irgendwie so den Klassenclown macht. Das war ich in der Schule schon nicht und habe mich da einfach zurückgehalten, habe auf dem Platz versucht, einfach meine Leistung zu bringen und ist mir dann ja das ein oder andere Mal doch ganz gut gelungen. Nach dieser Vorbereitung gab es ein UEFA-Cup-Spiel, was dann dein Debüt wurde im wunderschönen Gomeln in Weißrussland vor 5000 Zuschauern. Habe ich recherchiert, du kamst rein für Marc Wilmots in der 73. Minute. Ja, vielleicht nimmst du uns nochmal mit. Was war das für ein Gefühl, wo du dann das erste Mal für die Profis von Schalke 04 in einem Pflichtspiel auf dem Platz standest? Ja, war natürlich ein super Gefühl. Ich meine, die halbe Mannschaft ist halt nicht so gern dahin gefahren, weil das Spiel war jetzt natürlich nicht so Habt ihr das 4-1 gewonnen Tollste. übrigens, Ja, genau. trotzdem, ja. Aber ich bin natürlich mit einer riesen Vorfreude dann da mitgeflogen. Der Flug, das kann ich heute sagen, war jetzt nicht der beste. Deswegen fliege ich heute, also heutzutage auch Okay. nicht mehr so gerne. Das hatte den Grund da, weil das war echt eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Aha. Das nur so am Rande, aber grundsätzlich war das natürlich eine super Reise für mich, weil ich mein Debüt feiern konnte und im Endeffekt ja ein Stück weit die Belohnung gekriegt habe für das, worauf ich natürlich auch dann hingearbeitet habe und ja, wiederum die Bestätigung dann für alle auch, dass es nicht ganz falsch war,
den Jungen dann mitzunehmen zu den Profis. Aber ging dann ja eigentlich auch recht schnell, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt. Also 2001 hast du gerade noch gesagt, hast du noch in Münster gespielt, also bis zu dem Sommer dann. Ja. Diese alten Kabinen, nicht Bundesliga-like, und ein gutes Jahr später, wenn ich mir jetzt nicht vertue, ja, ein Ja, gutes Jahr genau. später bist du Profi von Schalke 04. Ja. Ging das alles in deinem, du hast gesagt, du bist ein bodenständiger Typ, kannst dich gut selber einschätzen. Das hast du trotzdem alles gut verarbeiten können, oder war das dann auch mal irgendwie ein bisschen viel in gewissen Momenten? Das konnte manchmal schon ein bisschen viel werden, aber grundsätzlich habe ich echt einen stabilen familiären Background gehabt. Ich habe einen super Freundeskreis gehabt, der mich da immer wieder auch abgeholt hat. Und hatte dementsprechend auch überhaupt gar kein Problem damit, dass ich irgendwann mal irgendwie auch nur annähernd die Bodenhaftung hätte verlieren können. Und konnte das für mich eigentlich immer schon relativ gut einordnen. Ich war halt immer jemand, der halt sehr viel beobachtet und hat sich immer selbst so seine Gedanken auch dazu gemacht. Und auch nicht so vorschnell. Klar, während der Karriere gab es auch ein, zwei Sachen, die würdest du gerne streichen, aber meistens doch immer sehr, sehr bewusst an die Sachen rangegangen. Und dementsprechend. Ja, war das für mich ganz okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt ist gerade hier wie ein Traum und ich komme nicht mehr mit, sondern ich habe meinen Traum da gelebt und war einfach nur happy. Trotzdem hat es dann aus verschiedenen Gründen, natürlich auch Verletzungen, 2 Jahre gedauert, bis es dann in der Bundesliga für dich weiterging, also im Jahr 2004. Da hast du dann in Bremen dein Bundesliga-Debüt gegeben, auch von Anfang an, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gab es halt diese Geschichte, dass der Strom ausgefallen ist im Stadion und ihr euch da 45 Minuten vor einem vollen Weserstadion warm gemacht hat, oder fast eine Stunde, Ja, genau. 65 Minuten, glaube ich. bis es dann Ja. losging. Also ja, so ein Bundesliga-Debüt hat auch auf jeden Fall nicht jeder. Bei Bremen standen dann auch schon recht große Namen damals in der ersten Elf. Miroslav Klose war dabei, Jean Micou. Also hast du dich einfach nur grenzenlos gefreut auf dieses Bundesliga-Debüt, oder denkt man sich, ja, da hinten läuft sich Miroslav Klose nach, ich bin Verteidiger, und mal schauen, wo das so hinführt. Nein, ich war schon relativ überzeugt in meine Stärken und wusste halt auch, wo meine Schwächen sind. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man auch einen relativ guten Ball spielen. Wenn man sich halt vor seinen Schwächen immer so ein bisschen versteckt, dann wird man davon selbst wahrscheinlich irgendwann mal überrascht. Aber klar, vor dem ersten Spiel ist man natürlich ein bisschen angespannt, man ist ein bisschen nervös und es kommt halt der Moment, auf den du dann die ganze Zeit hingearbeitet hast. Ich meine, dieses UI-Cup, UEFA-Cup, ich weiß nicht, was es da UEFA-Cup war in es, glaube Gommel ich, ja. war, das Spiel mal außen vor, war das so mein Debüt quasi, weil es ein Bundesligaspiel war, was du ja auch nicht jeden Tag machst. Dementsprechend ist man da ein bisschen aufgeregt. Aber grundsätzlich, ja, als der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen hat, da war ich im Tunnel und dann bist du halt Fußballer und dann kriegst du auch nicht mehr mit, was außen rum ist und dann ist das auch egal, ob da gerade Miroslav Klose spielt oder wer auch immer. Dann ist das Fußball und dann sind wir letztendlich alle gleich und dann wollen wir das Spiel gewinnen. Kurz danach hast du dann auch zu Hause dein Debüt gegeben, gegen Kaiserslautern, wurdest da eingewechselt. Wie ist das Gefühl, wenn das erste Mal die Schalke Arena in einem Bundesligaspiel bei einer Einwechslung deinen Namen ruft? Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Was war das für ein Gefühl? Ja, ein super Gefühl, aber irgendwie war ich schon so im Tunnel, dass man das so, Okay. also du stehst dann da und du bereitest dich vor und du hast halt so im Kopf, okay, jetzt geht's gleich los, ne? Du musst dich konzentrieren. Und dann versuchst du einfach nur das auszublenden, ne? Also du versuchst dich wirklich total auf deine Sache zu fokussieren und hast so gar nicht eigentlich die Möglichkeit, dich mit den äußeren Begleitumständen irgendwie zu befassen. Auf Schalke, also jetzt mal natürlich, da kam in deiner Karriere auf Schalke, du warst dann bis 2011 auf Schalke, waren natürlich immer wieder viele Verletzungen dabei, aber du kamst auch immer wieder zurück, sage ich mal, hast dich immer wieder reingekämpft und hast dann im Endeffekt auch über 100 Pflichtspiele für Schalke gemacht. In dieser Zeit hattest du auch verschiedene Trainer, darauf will ich eigentlich ein bisschen Ja. hinaus, auch ganz verschiedene Trainer, von Jupp Heynckes, Felix Magath, Ralf Rangnick, Mirko Slomka. Wie hast du so diese Trainer erlebt? Ja, war total verrückt, weil jeder Trainer war halt echt so ganz anders. Also es würde mir jetzt echt schwer fallen, die auch so in Kategorien einzuteilen, also weil die alle schon sehr unterschiedlich waren. Ein paar stechen natürlich heraus, nach oben und nach unten, das ist wie immer im Leben. Aber ja, grundsätzlich
Gab es dann welche, mit denen hat es dann besser funktioniert? Also jetzt einfach aus persönlicher Sicht und natürlich auch aus sportlicher Sicht. Und welche da hat es dann nicht so gut funktioniert? Auf Schalke gab es auch 2007 dann eine sehr gute Möglichkeit, sag ich mal, deutscher Meister zu werden, die dann in Dortmund im Endeffekt mit einer 2-0-Niederlage, ich weiß, 33. Spieltag war es, glaube ich, Genau, ja. die dann ja in die Binsen ging, sage ich jetzt mal so ein Ja. bisschen salopp. Ich war damals hier auf Schalke, es gab Public Viewing, das Spiel wurde Genau. hier live in der Arena übertragen, es war extrem viel los, es war eine Ja. extreme Vorfreude und ich habe. Also ich bin persönlich jetzt noch, ich würde mich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Schalke-Fan, Ja. aber Solltest du werden. aber ich war hier mit Kumpels und die haben auf dieses Spiel hingefiebert wie verrückt und Ja. ich habe selten so eine große Traurigkeit erlebt. Also es war keine Wut, es war einfach eine Traurigkeit nach diesem Spiel da. Wie war dein Gefühl nach diesem Spiel und denkt man vielleicht auch in so einem Moment sogar daran, was in so einer Fanseele passiert oder kann man das in dem Moment auch gar nicht so berücksichtigen, sage ich mal, in seinen Ja, Gedanken. man ist ja selber traurig, weil man irgendwie eine Riesenchance in den Sand gesetzt hat. Und ich glaube, für uns wäre das einfach was gewesen, was Einmaliges zu schaffen. Also in Dortmund deutscher Meister zu werden. Also Ja. was Geileres für einen Schalker gibt es halt nicht. Ja, Also klar. muss man ja die Kirche im Dorf lassen, ist halt einfach so. Vielleicht war das aber auch dieser Rucksack, der für uns einfach zu schwer wog an dem Tag. Wir haben ja quasi die Woche oder 2 Wochen davor in Bochum schon das Spiel vergeigt und hatten aber nichtsdestotrotz in Dortmund immer noch die Chance. Mit einer wirklich Ja. starken Mannschaft, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also, ihr hattet damals Rafinha, Lincoln, der ja auch ein wahnsinniger Fußballer war, von dem, was er Stimmt. konnte. Manuel Neuer stand auch schon im Tor, Marcelo Bordon als Kapitän, also irgendwie ziemlich viele Zutaten, um. Ja, also wir hatten alles. Also wir Ja. hatten auch eigentlich die perfekte Saison, weil wir zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie viele Punkte vorne waren und allein auf weiter Flur. Und bei unserem Nachbarn lief es ja in der Saison halt nicht so gut. Dementsprechend war das Schien ja die Sonne über umso, Gelsenkirchen ziemlich ja, lange, das war halt umso ärgerlicher. Und es war halt wirklich auch aus sportlicher Sicht einer der tiefsten und traurigsten Momente während meiner Karriere. Weil wenn du so eine Chance hast und jahrelang hier in der Region Fußball spielst und das mitkriegst, wie die Leute dich unterstützen und was auch die Leute bereit sind, für diesen Verein zu tun, dann ist es echt doppelt traurig und ja, es ärgert mich immer noch. Also ich Ja. kann ich gut nachvollziehen. Auf Schalke warst du trotzdem in dieser Zeit sehr beliebt bei den Fans. Kann mich an dein Comeback damals erinnern, auch nach einem, ich weiß jetzt nicht, welche Verletzung da war es, ein Kreuzbandriss gegen Bayern Ja. München, wo die Arena quasi ja, irgendwie Kopf stand, als du wieder zurückkamst. Und bei YouTube gibt es ein Video, wo ein weiblicher Fan dir so einen Kuchen gibt. Ich weiß nicht, ob du dich daran Ja, erinnern erinnere ich kannst. mich, auf dem Und Trainingsplatz ja, war das, genau. ja, Und genau. im Fanshop hast du damals nur gesagt, übrigens bei diesem so, ja, sieht gut aus. Ja, du weißt, ich bin ein introvertierter Typ, keine Warst du so ein Emotionen. bisschen überrascht, glaube ich, in dem Moment. Ja, Aber natürlich, ich meine, ja, kriegst ja jetzt nicht jeden Tag einen Kuchen geschenkt, ja ne? und frage mich auch, was du da, also gut, eigentlich sollte die Geschichte gar nicht so viel Platz nehmen, aber was hast du mit dem Kuchen da gemacht? Ich habe ihn in die Kabine gestellt. Okay. Ich weiß nicht, ob ihn einer gegessen hat. Ich hoffe Und es. im Fanshop war, da ging dein Flock auch gut weg. Einer meiner besten Kumpels hat tatsächlich auch Christian Panda Trikot. Sehr cool. Ja. Ja, so Fan, was hat das für dich für eine Rolle gespielt? Ist ja auf Schalke auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr als bei anderen Vereinen. Ja, es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille halt, ne? Also man hat ja kein Problem damit, dass man Sachen unterschreibt, dass man Fotos macht und das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, gerade hier gehört das dazu. Dann gibt es aber auch so unschöne Geschichten halt, ne, mit Leuten, die so bei einem vorm Haus stehen und so. Das hatte ich halt auch dann mal, wo du selber dann irgendwie aus dem Krankenhaus auf Krücken und dann klingelt der Nachbar und sagt, ja, hier läuft einer rum und auf einmal klingelt die Polizei und sagt, hier beobachtet einer irgendwie dein Haus oder was auch immer. Wo sich dann rausgestellt hat, das war einfach nur ein Fan, in Anführungsstrichen. Dann geht es das natürlich einfach ein Stück weit zu weit und gehört da einfach auch nicht hin. Aber grundsätzlich, das, was man hier erlebt hat, war einfach nur der Wahnsinn. Also, wie die Leute diesen Verein gelebt haben und wie die uns auch unterstützt haben, auch in den schwierigen Zeiten, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland oder gar auf der Welt ein zweites Mal gibt.
Ja, also dass Schalke irgendwie was ganz Besonderes ist, glaube ich, gerade in dem Bereich. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland ziemlich bekannt, auch wenn Schalke bei vielen Leuten ziemlich umstritten ist. Aber ich glaube, das kann eigentlich keiner anzweifeln. Ja.